Gucken wir mal, ob wir dann den einen oder anderen Aussichtspunkt noch holen können. Kann nicht schaden. Den Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Schön verwinkelt, verzwickt alles hier. Also das fand ich immer super, wie die so die Städte designt haben oder auch in Teil 3 die Wälder. Also das war schon echt cool. Muss ich sagen. So, den haben wir ja schon geholt, ne? Oder? Ja, den haben wir schon geholt, ganz klar. Klar, wie Kloßbrühe. Oh, nicht mal die Hälfte geschafft. Kann ich alle Leute beklauen? Och, scheiße, Mann. Ich krieg immer sofort Stress hier, ey. Jetzt bin ich auch noch in die falsche Richtung gelaufen, weil ich auf das Dings geachtet habe, auf das Ausrufezeichen. Scheiße, Mann, ich muss da hinten hin. So, damit du mich erstmal schon mal nicht mehr verfolgst. Da kenne ich ja gar nichts. Spring ihm doch nicht in den Nacken, du Idiot. Lauf. Passeras de aquí. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen hier? Also das ist ja echt. So, normalerweise dürfen die mich ja jetzt nicht sehen, weil ich hier untergetaucht bin. Sollte ich vielleicht öfter machen. Moment auf Karte. Si la limpieza es sinónimo de santidad, entonces soy una virgen. Ja, wann ist denn jetzt hier mal angesagt, dass die aufhören, mich zu suchen? Das kann nicht so ewig lange dauern. Soy mucho más limpia que esas rameras inglesas, te lo aseguro. Korrekt. So, jetzt holen wir mal einen Aussichtspunkt hier nach Möglichkeit. Der geht natürlich nicht, den hatten wir ja schon. Beziehungsweise da waren wir schon. Da werden wir später bestimmt erst wieder hinkommen. Mal eben fix ihn hier. Hoch mit dir, komm schon. Komm schon, Duncan. Walpole. Eigentlich sind wir ja Edward. Edward mit den Scherenhänden. Aber Duncan Walpole, den Namen finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, das war ja mal richtig bescheuert, was du da gemacht hast, Junge. Springt er da einfach runter. So, 82 Meter. Ich weiß natürlich, ich habe ja jetzt noch keine Fernschussmöglichkeit oder irgendwas. Alter Schwede, wie ist denn das bewacht hier? Okay, ihn soll ich töten, ohne mich in den Kampf zu verwickeln zu lassen. Das kriegen wir auch hin. Denke ich mal, indem wir von außen rangehen. Eventuell auch durchs Wasser. So, ich muss jetzt irgendwie... Die tun mir anscheinend nichts da hinten. Rein mit dir hier, los!
So, wo ist der Pisser? Hä? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? Ist weg, die Quest. Wie geht das denn? Bin ich zu weit ins Wasser gelaufen? Das ist ja Abfuck, ey. Tatsächlich, die ist weg. Und ging die auf Zeit? Nein, hätte doch angezeigt, wenn die auf Zeit gegangen wäre. Naja, egal, dann gehen wir jetzt einfach zum Ausrufungszeichen und dann geht's einfach weiter. Die kann ich einfach beklauen? Tatsächlich. Zwei Reales. Wenn ich jetzt einfach hier durchrenne, können die mich ja nicht schon wieder anficken hier. Das wäre es auch schon wieder. Frechheit. Ich renne einfach durch und die erkennen mich sofort. Das geht ja mal gar nicht. Imperoide. Überall stehen hier die Nutten rum mit dem Blümchen. Auch nicht schlecht. Hallo? So, dann hau mal rein, Kollege. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Das kann doch nicht gut gehen jetzt. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Der hat schon seine Lebensanzeige da, also heißt das, dass der überleben muss? Dass es hier gleich schon richtig abgeht. Schon mal Schwert anwählen hier. So. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karte. Alter, laufen überall Assassinen rum da oben. Werden es schon richten. Ah, seh sie doch. Das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Hier stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Alter, was geht denn hier ab? Hier stimmt doch echt was nicht. Assassinen! Wo denn, Mann? Sie sind auf den Dächern. Alter, da wäre ich schon angesiegt hier. Stich ihn ab, Alter. Stich ihn ab. Sie können überall sein. Was geht denn mit euch ab, Leute? Komm schon, lauf, ich muss dem Affen helfen. Mit seiner dicken Hacke da, der wird ja wohl selber klarkommen, der Affe. Jetzt muss ja auch noch nachladen und er ist mit seinem Blasrohr zugange. Egal, komm. Oh
Komm schon, zieh deine Schwerter, Alter. Also manchmal braucht er echt ein bisschen lange. Muss ja schon wieder nachladen. Ich hab nur eine Knarre, oder was? Der Typ, der verreckt mir noch. Ey, rammt er mich? Verteidigung durchbrechen, Alter, ganz einfach. So, zack, zack, zack und abschlachten. Jetzt sind die auf einmal alle auf meiner Seite, die Wachen. Ganz komisch. Okay. Oh, krass. Okay, wir versuchen es. Fangen. Die Weise von oben anspringen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Optionales Ziel. Vielleicht schaffen wir das, vielleicht schaffen wir das nicht. Gucken wir mal, wo er herläuft. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Spring doch, du Hegel, Alter. Was soll denn diese Och, du Scheiße, das ist doch... Das wäre so eine schöne Abkürzung gewesen. Es wäre richtig nice geworden. Springt ja nicht der Hegel, ey. Ohne Scheiß. Der ist ganz schön schnell, der Typ. Doch nicht in den Heuwagen. Oh. Grausam, grausam, ey. Er rennt aber auch nicht schneller. Von oben anspringen. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt. Ich muss ihn verprügeln. Guck mal, das ist doch mega, mega assi hier. Natürlich ab. Abprügeln ist ja wohl auch ein ganz leichtes Spiel hier. Zack, habe ich ihm das Genick gebrochen. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt. Gegen Mittag. Ja, Sir. Machen wir, kein Problem, Digga. Ja, das haben wir natürlich nicht geschafft. Ganz komisch, also das war echt schwer, mir anzuspringen von oben. Kein Plan, wie das gehen soll. 1000 Reales. Da hinten, wer ist er? Ruf die Wache! Spring doch hier hoch, Mann. Henry! Mörder! Pirat! Verklopp ihn! Oh.
Nicht gleich so, Mann. Aber manchmal ist echt Steuerung Abfuck. So wie jetzt. Wobei es eigentlich schon recht flüssig ist, eigentlich schon recht gut, aber... Oh, manchmal ist echt freaky.